Hey, willkommen! Wir spielen heute mal wieder. So, Fuffi. Und heute ist der gute ID Yoshi drin. Und wir haben was freigespielt, nämlich Turbo Kutter. Wow, wir fahren auf einem Schiff rum, hätte das erwartet. Mal sehen, so im Vergleich zu den anderen, oh, hat eigentlich ganz coole Werte. Mini-Reifen, nehmen wir diesmal die Mini-Reifen, die hatten wir noch nicht. Und so, dann der Bananen-Cup. Besteht aus, Moment, N64, Super Nintendo, Wii und der ist seiner Strecke. Okay. Dann lassen wir mal knacken. Und fangen an mit dem Cooper-Strand. Jetzt habe ich Yoshi und nicht Cooper genommen. Ich will mal den Charakter haben, der so voll passt, aber naja, scheiß mal darauf. Ist eine Strecke von Mario Kart 64 und zufällig auch eine sehr schöne, wie ich finde. Wow, cooler Motorgeräusch. Und die Musik, ne? Allein schon wegen der Musik. Oh Gott, ist das eine... Mann. Die Musik hätten die für jedes Strandlevel für Mario überhaupt benutzen sollen. Auch für Mario Galaxy, Mario Sunshine, alles mögliche. Ich liebe die Seed. Auf jeden Fall können wir auch ziemlich viele Boost-Dinger nehmen. Da gibt es eine Abkürzung. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ohne Pilz komme ich da nicht hin. Schon bei Mario Kart 64 war es mega schwer, da hinzukommen. Da war die auch ein bisschen anders aufgestellt. Warte, hier kommen wir durch den Wasserfall. Für ein Item. Boah, das Ding lege ich einfach mal oben drauf. So. Ja, schon damals war diese eine Abkürzung richtig schwer. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt unbedingt schaffen werde. Ich bräuchte jetzt einen Pilz dafür. Ist ja nicht garantiert, dass ich einen bekommen werde. Okay, was hier noch ein bisschen unterschiedlich sein kann, ist, dass man auch mal hier lang fahren kann. Hier kriege ich eine Münze. Ich glaube, wenn ich... Gibt es hier noch irgendwas? So, nee, ne? Gut. Wir können auch ins Wasser. Moment, das zeige ich euch gleich. Ach man, schmier mich nicht voll, Alter. Okay, ich könnte außen rumfahren, aber ich sehe da gar keinen Grund zu. Ich kann auch hier voll im Wasser langfahren. Ich wurde von irgendwas getroffen. Vielleicht von der Krabbe, ich habe es nicht gesehen. Aber passt ja, da ich mit einem Schiff unterwegs bin. Okay, Schiff unter Wasser ist vielleicht doch nicht so passend. Oh yeah, ich habe sogar die Münze drauf bekommen. Dem guten alten Yoshi. Ich meine, wie spricht man eigentlich aus? Manche sagen Yoshi und manche sagen Yoshi. Ich bin der Yoshi-Typ. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, da kommt die nächste rote. Und der hat noch eine, Alter. Nur weil der Cooper ist, kann der Cooper schmeißen wie sonst was, oder? Wie läuft das hier? Sehe ich nicht ein, mein Freund. Warte mal, ich nehme mal... Ich hätte zwar den Boost nehmen können, aber ich hatte jetzt mehr Bock auf das Geld. Und nein, der Traum. Ich schaffe es nicht da hoch. Gescheiterter Traum. Okay, dann noch einmal. Hier lang. Er gibt. Ne, warte. Oh, guck mal, hier unten ist voll der Geldweg. Hätte ich das mal letzte Runde schon gemacht. Boom, den einfach weghauen und. Und Ziel. Das war eine wunderschöne Strecke, wie ich finde. So, erstmal 10 Punkte gesammelt. Dann nächstes Rennen. Alles klar. So, die nächste Strecke ist... Oh mein Gott, Nostalgie. Sonst was, eine Mario's Piste 2 von... Vom originalen Super Mario Kart. Vom Pilz Cup damals noch. Die fünfte Strecke. Damals hatten die immer 5 Strecken und nicht 4. Boah, ich weiß nicht. Ich bin so groß geworden. Einfach mit genau so Strecken wie dieser hier. So, die von eben zum Beispiel war auch geil, Mario Kart 64, aber da ich ja als Kind nie eine N64 hatte, habe ich Mario Kart 64 auch erst auf Virtual Console, auf der Wii gespielt. Das war so 2008, 2009 rum, so erst viel später, ne? Aber das hier, das ist so Marco, als er 4 Jahre alt war und das hier spielt. So, die Strecke hat ein ziemlich cooles Feature, nämlich... Okay, erstmal sammeln wir Geld. Nämlich, dass wir hier... Und dann hier zack einmal hier rüberfliegen. Gut, das kommt hier vielleicht ein bisschen wenig spektakulär rüber, aber auf Super Nintendo war es natürlich. Wow. Der geilste Shit ever. Mann. Dieser Motor von dem, das ist sehr lustig. Das ist noch eine Rampe irgendwo. Habt ihr vielleicht gerade gesehen. Wo man auch nur mit dem Pilz am besten nehmen kann. Dann versuchen wir mal. Boah, nehmen wir mal die Kurven ganz eng jetzt. So, yeah. Jetzt nochmal so
Wow, okay, es geht. Und dann hier rüber. Ich glaube, abkürzen können wir hier. Was? Geht? Wir können so einmal den hier machen. Natürlich dürfen wir nicht zu weit da links landen, weil sonst sind wir da in so einer Sackgasse drin. Donkey Kong hat so ein Ding gezückt. Einen blauen Panzer. Wie ist mein Abstand? Mein Abstand ist ziemlich gut. Blitz jetzt auch noch. Was natürlich immer die Gefahr ist. Mhm. Okay. Gib mir erstmal alles. Verprügel mich erstmal. Was immer die Gefahr ist, ist halt von der Rampe, also der großen Rampe da hinten, dass man es nicht rüber schafft. Und dass man dann wieder hier landet. Das heißt, so ein... Naja, gut, eine halbe Runde würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ein ganzes Stück wieder von vorne fahren müsste. Das ist natürlich mal sehr frustrierend, aber ich glaube, das kann im Normalfall überhaupt nicht passieren. Erst wenn man wirklich einen blauen Panzer genau in der Luft abbekommt, aber man ist ja echt nur kurz auch in der Luft. Ich glaube, das kommt sehr selten vor, sowas. Aber kann vorkommen, muss man sagen. So, hat nur 3 Runden. Auf dem Super Nintendo damals waren es immer 5 Runden noch. So, 5 Strecken und 5 Runden immer. Also, so gesehen damit in die Länge gezogen. Aber dafür gab es, doch, es gab 4 Cups insgesamt damals. Egal, Mario Kart, das spielen wir auch immer. Und jetzt kommt die Kokospromenade. Oh, eine meiner Lieblingsstrecken von Mario Kart Wii. Weil, oh, einfach nur, weil sie so riesengroß ist. Weil es so mehrere Wege gibt. Einkaufsmeile, gute Laune. Einfach eine gute Strecke. So, was, oh, was ich auch sehe. Es gibt immer die Rolltreppen rauf und runter. Aber das ist ja auch immer ein bisschen schwer zu sehen, wa? Moment, wir können sogar eine Abkürzung hier nehmen mit einem Pilz. Hier lang. Zum Weg, der, wo wir ausgebremst werden, wenn wir keinen Pilz haben. Aber hier sind so Pfeile nach oben oder nach unten. Das heißt, wir können viel besser sehen, ob es eher wirklich uns was bringt oder eher nicht so. Bei Mario Kart Wii war das immer ein bisschen schwer zu erkennen. Da muss man immer genau gucken. So, was, wo ich mal lang fahre, ist hier so. Kann natürlich auch so geradeaus fahren. Mache ich gleich auch noch. Und hier gibt es auch 2 Wege. Rauf oder runter. Nehmen wir den Raufweg. Have a nice day. Oh yeah. Den wir haben. Und dann, wow, fliegen wir hier voll lang. Wow. Oh shit. Okay, das sieht jetzt nicht so. Und Autos. Die wir so ein bisschen den Weg blockieren. Dankeschön. Okay, wir sind klein. Jetzt kommt noch ein Blooper auf uns zu. Das ist er. Ah, raubt mir die Sicht. So, wo fahren wir denn diesmal lang? Wir können ja einmal hier runter. So, auf die mittlere Etage. Beziehungsweise ist das... Gibt es 3 Etagen? Ich weiß gar nicht mehr. Oh shit, das hatte ich gedreht. Jetzt ist das... Dann fahren wir ein bisschen so an den Geländer lang. Wenn uns ja... Naja, die Rolltreppen nach unten fahren würden. Die kann ich dran so Stunts machen. Item habe ich nicht mal bekommen. Voll hart. Okay, und wir können auch alternativ voll nach unten lang fahren. So, und gibt es ein riesiges, naja, Pflanzending, eine Palme halt, ne? Dann fliegen wir halt von nicht ganz so weit oben. Parking. Okay, und Mies, die mir voll den Weg blockieren. Ah, ich glaube, es sind weniger als 2 Mario Kart Wii. Nur 2. Ich meine, da waren es 3 oder 4 sogar. Okay, dann wollen wir mal... Ach, das hat schon wieder gedreht. Seht ihr? Ach, so ist das, wenn man den Weg fährt, wenn der nicht gut für einen ist. Jetzt fahre ich mal hier lang. Ach, ich glaube, es gibt doch nur so 2 Etagen eigentlich, die man fährt. Okay, und jetzt voll schnell hier rauf. Yeah. Pause hat ein blaues Ding. Das ist nicht gut für mich. Nach hinten damit. Oh shit, da ist schon Luigi. Also ich habe nicht so einen fetten Abstand. Muss schon... Ah... wirklich alles setzen jetzt. Alter, die Ansicht. Wieso werde ich einfach von der Seite gezeigt? Ich meine, ist ja nett, Yoshi zu sehen, aber ich muss schon nach vorne gucken. Ich glaube, es war bei der Balken da, war auch die Kamera da irgendwie davor gestanden hätte. So. Legen wir mal ein paar... Oh, das habe ich davon. Bananenschein auf dem Weg, um fies zu sein. Oh, da ist schon Luigi. Er will meinen ersten Platz haben, aber den kriegt er nicht. Yeah. Alles klar. So macht man das. Haben wir gelöst. Sehr schöne Strecke. Finde ich cool, dass sie in diesem Spiel drin ist. Eine haben wir noch. Nämlich. Welche ist das? Ich weiß es nicht. Also nicht mehr aus dem Kopf. Ah ja, war Luigi Pinball.
Ach, ich finde die so unnötig, ne? Also die Strecke ist geil, versteht mich nicht falsch, aber, das kann ich euch jetzt einfach mal spoilern, falls ihr es noch nicht wisst, Waluigi ist kein freischaltbarer Charakter in diesem Spiel. Waluigi kommt in diesem Spiel nicht vor. Gar nicht. Aber Waluigi's Pinball. Seine Strecke kommt vor. Das muss mal einer verstehen. Ich meine, die Strecke ist cool. Versteh mich nicht falsch, aber die hätten die auf keinen Fall in dieses Spiel reinbringen sollen, finde ich. Wenn die einfach da sich dazu entscheiden, Waluigi aus dem Spiel zu entfernen. Also ich habe gelesen, nicht gehört, dass sie schon ihn ins Spiel reinbringen wollten eigentlich, aber aus Zeitgründen es überhaupt nicht mehr geschafft haben. Sich dachten, na gut, die Strecke, die haben wir wahrscheinlich schon reingebaut, wahrscheinlich vor Waluigi, und die lassen wir jetzt einfach auch drin. Naja, was soll man dazu sagen? Ich find's echt nicht cool, weil ich meine, Waluigi ist. Gut, Waluigi ist ein unwichtiger Charakter, was die Mario-Spiele betrifft, muss man so sagen. Ich meine, er kommt ja in gar keinem richtigen Jump'n'Run oder so vor. Oh Mist. Aber für die Mario Kart, Mario Tennis, Mario. Alter, ist jetzt mal gut. Mario Party, alles mögliche Mario, ja? Mario Sportspiele. Ist Waluigi eigentlich einer der wichtigsten, würde ich sogar sagen, so. Dass man den jetzt auf einmal hier nicht mehr drin hat, ist schon, finde ich enttäuschend. So nicht mehr, weil er Mario Kart Double Dash vorher war, Mario Kart DS. Bei dem Mario Kart Arcade GP-Term war der auch drin, auch wenn man die vielleicht nicht so ganz mitwerten kann. So, und jetzt ist er dann hier wieder weg auf einmal. Bei Mario Kart 8 kommt er wieder zurück. Immerhin. Aber hier ist es immer noch so eine Lücke, die hinterlassen wurde. Erst recht durch so eine Waluigi Pinball-Strecke macht sich das dann erst recht bemerkbar. Das Einzige, was wir haben, ist ein Bild von ihm da hinten. Da, jetzt seht ihr so ein bisschen. Gleich sieht man es nochmal besser, glaube ich. Okay. War, also als ich Mario Kart DS so gespielt habe, oder mir so gekauft habe, so einer, auf jeden Fall, glaube ich, meine erste Lieblingsstrecke auch. Die hier. So, hier war Luigi Pinball. Und jetzt lassen wir uns bestimmt wieder 100 Mal von den Pinballs auch treffen. Ich bin da echt nicht gut drin, denen auszuweichen. Okay, aber wir haben es eigentlich diesmal gut gelöst. Nicht so wie eben. So, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Eine lege ich einfach mal hier hin. Ah, ich kann die auch mitten hier drin platzieren. Das bringt mir ja gar nichts. Davon. Also mitten in diesem Portal da. Kann ich die Dinge einfach reinsetzen. Aber, na, was habe ich davon, ne? Eigentlich gar nichts. Davon kann man nicht getroffen werden. So, und jetzt. Ah, schön da hoch. Den Pinball vor mir so überholen. Ah, nicht wirklich. Na gut. Ich habe verstanden. Ich habe voll den Korb gerade bekommen. Okay. Ah, vielleicht sollte ich mal mehr von dem Geld einsammeln, anstatt nur scharfe Kurven zu ziehen. So, Geld ist sehr wichtig. Und da hinten sehe ich die anderen Characters auf der Karte. Und dann sind sie schon wieder langsam weg. Wobei Luigi darf ich noch mehr angucken. Jetzt schöne Kurve fährt. Okay. Das schmeiße ich einfach mal dahin. Einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. Und dann fahren wir ins gut alte Ziel. Mit dem Schiff-Auto hier zu fahren. Yeah! Ah, mir tut langsam die Hand weh. So. 40. Sehr schön. Wow, Peach hat nicht mal eine zweistellige Zahl geschafft. Das ist hart. Okay. Aber das war's dann. Wir haben es geschafft. Mal gucken, ob wir auch irgendwas Schönes freispielen. Also, außer den fetten Bananenpokal, der jetzt kommt. Nämlich da. Oh, schickes Ding. Mit einem Barrel da unten. Wie nennt man das? Barrel. Fass auf Deutsch, genau. Heißt das Wort. Passt. Irgendwie so Donkey Kong-mäßig. Aber das war's. Wir haben einen Cup freigespielt. So, und beim nächsten Mal gibt's einen kleinen Unterschied, denn nächstes Mal wollen wir uns an den Online-Modus ranwagen. Ich habe noch nie online gespielt, dieses Spiel. Nächstes Mal ist dann das erstmal soweit. Bin ich sehr gespannt drauf und ich hoffe, ihr auch. Ja. Also schaltet dann ein, wenn's das erste Mal online geht. Ne? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Ciao.